Ja, meine Damen und Herren, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu der Diskussion. Ich habe jetzt auf dem Podium haben wir noch 3 Plätze frei und wir haben jetzt laut Plan bis 11.40 Uhr eine Diskussionsrunde. Und ich möchte die 3 Teilnehmenden gerne in alphabetischer Reihenfolge aufrufen und beginne mit Frau Anja Piel. Sie ist schon vorgestellt worden. Sie ist geschäftsführendes Bundesvorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Darüber hinaus aber auch noch alternierende Vorsitzende im Verwaltungsrat Bundesagentur für Arbeit und im Verwaltungs- und alternierende Vorsitzende bei der Deutschen Rentenversicherung. Frau Piel, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Alphabetisch weiter geht es dann mit Professor Dr. Clemens Tesch-Römer. Ah, perfekt, jawohl. Sie sind seit 1998 Leiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen in Berlin, zudem noch Professor an der FU Berlin. Und Themenschwerpunkte sind Integration von Älteren, ehrenamtliches Engagement und so weiter. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann last but not least, Professor Dr. Achim Truger, Professor an der Universität Duisburg-Essen, dort tätig im Bereich Staatstätigkeiten, Staatsfinanzen, vielleicht etwas bekannter in seiner zweiten Funktion. Achim Truger ist auch noch Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, das auch seit 2019, arbeitet viel zum Thema Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik, Staatsfinanzen rauf und runter. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wunderbar. Jo. Vielleicht noch 2 Sätze zu mir, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Thies Petersen. Thies ist tatsächlich der Vorname. Ich komme aus Norddeutschland. Bin seit 2004 bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh. Ich bin jetzt Senior Advisor und beschäftige mich dort mit makroökonomischen Fragestellungen. Und das alles unter dem Einfluss von den Megatrends wie Globalisierung, jetzt leider Deglobalisierung, Klimawandel, Digitalisierung und demografischer Wandel. Ich würde gerne die Runde hier oben die nächsten 60 Minuten in 2 große Themenblöcke einteilen. Und beim ersten Themenblock würde ich gerne so ein bisschen hinterfragen, was kann und was muss gemacht werden, damit wir eine alters- und altengerechte Gesellschaft haben. Und da möchte ich beginnen mit Ihnen, Herr Professor Tesch-Römer. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Thema erfolgreiches Altern. In der Beraterszene würde man sagen, was sind denn die Key Performance Indicator, die wir beachten müssen, um zu gucken, sind wir denn auf dem Weg zur Transformation hin zu einer alters- und altengerechten Gesellschaft? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Was sind da so ein paar Punkte, die wir unbedingt im Auge betrachten sollten? Ja, vielleicht kann man mich hören. Okay. Vielleicht der erste Hinweis, erfolgreiches Altern, wirklich ein ambivalentes Konzept. Die erste sozusagen, die Standardbedeutung ist ja, langes Leben ohne alt zu werden. Also der Jungbrunnen, der von Lukas Cranach dem Älteren so ironisch genderspezifisch dargestellt worden ist, hohe Leistungsfähigkeit, kaum Erkrankungen, kognitive Fitness und eben auch aktive Partizipation an der Gesellschaft. Und wir wissen auch, da gibt es eine ganze Reihe von Rezepten, individuell gesunde Lebensführung, gute Ernährung, Sport, all das führt dazu, dass wir auch im höheren Lebensalter fit sind. In der Gesellschaft ist es natürlich so, wir brauchen Gesundheitsförderung, wir brauchen Prävention. Und die Altersbiologie ist auch davon überzeugt, dass man durch Interventionen dieses erfolgreiche Altern verbessern kann. Ich habe jetzt gerade kürzlich gehört, dass die Gabe beispielsweise von Medikamenten dazu führt, dass man senescente Zellen ausschalten kann. Senescente Zellen schädigen den Organismus und Metformin beispielsweise, ein Diabetes-Medikament und Rapamycin, ein Medikament, was eingesetzt wird bei Organtransplantationen, erhöhen offensichtlich die Fitness. Und da gibt es auch eine Reihe von gesellschaftlichen Indikatoren des Active Aging Index, mit denen man sozusagen verfolgen kann, wie Gesellschaften sich da in dieser Hinsicht bewegen. Allerdings hat diese erste Definition des erfolgreichen Alterns, trägt das Versprechen der Kompression der Mobilität in sich. Das heißt, wir erwarten eigentlich, dass die Zeit, die kranke Lebenszeit sich sehr verkürzt bis kurz vor dem Tod. Man könnte es etwas überspitzt ausdrücken, im hohen Alter gehen wir gesund ins Bett und wachen am nächsten Morgen tot auf. Keine Pflegebedürftigkeit,
keine Pflegebedürftigkeit, keine Einschränkung, bis zum Schluss Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Was wir aber aus der demografischen Forschung wissen, ist, dass in den letzten Jahrzehnten diese gewonnenen Jahre nicht nur gesunde Jahre sind, sondern auch kranke Jahre. Das heißt, ich glaube, wir müssen in einen gesellschaftlichen Diskurs treten, wo wir ein erfolgreiches Altern auch im Kontext von Pflegebedürftigkeit, auch im Kontext von Demenz diskutieren. Als Frau Paus eben gefragt wurde, wie stellt sie sich ihr eigenes Alter vor, da habe ich gedacht, wie sieht es dann bei mir aus? Natürlich erstmal die späte Freiheit genießen, aber eigentlich muss ich auch darüber nachdenken, wie ich eigentlich meine Lebenszeit mit Demenz gestalten werde. Jetzt im Vorhinein, aber auch, wie wird eigentlich ein Pflegesystem aussehen, das mir hohe Lebensqualität, das mir Glück, das mir Partizipation an der Gesellschaft gewährleistet. Sodass ich denke, erfolgreiches Altern, nicht nur fit sein, sondern auch leben, gut leben können mit Pflegebedürftigkeit. Ja, ganz herzlichen Dank. Sie hatten das Thema angesprochen, aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und da geht meine Frage an Frau Piel. Wie sieht es aus mit, also gehört zum aktiven, erfolgreichen Altern aus Ihrer Sicht der Gewerkschaften auch eine Teilnahme am Arbeitsmarkt? Ich spitze das deshalb zu, ich habe nachgeschaut und geguckt, wie hoch ist denn die Erwerbsbeteiligung von 70-Jährigen, also jenseits des gesetzlichen Rentenalters. Und 2020 war es so, dass 12% der 70-jährigen Männer und 7% der 70-jährigen Frauen noch erwerbstätig waren. Jetzt natürlich nicht Vollzeit, das ist klar, aber immerhin, die waren mit 70 Jahren noch erwerbstätig. Frage, ist das etwas, wo Sie sagen, toll, das passt zum erfolgreichen Altern? Sollte das mehr werden, weniger oder ist es so gerade gut? Ja, ich glaube, die Frage ist an mich ein bisschen falsch gestellt, weil ich glaube, wir müssten, wenn repräsentabel, fragen unter den alten Menschen, die zusätzlich erwerbstätig sind, ob das aus finanzieller Not geschieht oder ob das tatsächlich aus einer Begeisterung am späten Arbeiten passiert. Und ich glaube, da sind die Antworten so diffizil und different wie die Menschen, die man fragen wird. Deswegen sagen wir als Gewerkschaften, zu einer Teilhabe gehört natürlich erstmal, dass die gute Arbeit, die im Leben geleistet worden ist, auch so in eine Rente übergeht, dass die Rente alleine Teilhabe möglich macht. Wir haben eben schon von der Kollegin Paus gehört, dass Lebenssituationen zum Beispiel und eine schöne Wohnsituation auch was ist, was, glaube ich, eine Teilhabe möglich macht. Ich habe auch diesen schönen Traum tatsächlich von dem Leben in einer Wohngemeinschaft oder in einer Art Kommune, in der man vielleicht Gemeinschaftsräume hat, die man gemeinsam nutzen kann. Aber wenn ich hier in die Runde gucke, bin ich sehr sicher, dass der Realitätscheck für viele aufs eigene Bankkonto sagt, dass auch das Einkaufen in so eine Wohnsituation eine Summe erfordert, die nicht bei jedem auf dem Konto ist. So. Wir brauchen also günstigen Wohnraum, wir brauchen flächendeckende Versorgung vom Arzt bis Supermarkt. Das sind alles Dinge, die auch bezahlt werden wollen. Und wer dann noch Erwerbsarbeit leisten möchte, glaube ich, der soll das gerne tun, wer das kann, nach seinen Möglichkeiten. Aber faktisch ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass es keine Erwartungshaltung an diesen finanziellen Mehrbetrag geben darf. Ich würde das als Gewerkschafterin ungerne in die Rente und in die Altersversorgung einpreisen, dass wir sagen, wer kann, soll dann einfach noch weiterarbeiten. Und wir brauchen auch, und da bin ich dann wieder völlig ohne Humor, wir brauchen keine höhere Altersgrenze, weil das tatsächlich ein Umstand ist, der real eine Rentenkürzung für die meisten Leute, die jetzt noch in Arbeit sind, darstellen würde, weil wir ganz genau wissen, dass schon jetzt nicht jeder Mensch gesund die Altersgrenze von 65 erreicht. Einige sterben vorne weg, schon viele erkranken in dieser Zeit. Jede siebte Rente ist eine Erwerbsminderungsrente. Also wir verfügen über eine Menge ungesunde Arbeitsverhältnisse, die es auch nicht ermöglicht machen, gesund in die Rente zu kommen. Und deshalb ist es total wichtig, glaube ich, dass bevor wir über höhere Altersgrenzen reden, was ich nach Möglichkeit vermeiden möchte, weil ich die Rente mit 65 an sich oder mit 67 dann an sich schon einen Wert finde, dass wir erstmal darüber reden, wie diese Gesellschaft Anstrengungen unternehmen kann, so viele Menschen wie möglich so arbeiten zu lassen, dass sie gesund die Rente erreichen. Das wäre für mich erstmal das Ziel. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann meine Frage an Achim Truger.
In den Wirtschaftswissenschaften sprechen wir viel über digitale Transformation, ökologische Transformation. Das ist auch alles Themen, mit denen sich die Ökonomen beschäftigen. Aber meine Frage ist, in den Wirtschaftswissenschaften die Transformation hin zu einer alters- und altengerechten Gesellschaft, ist das überhaupt ein Thema, das Volkswirte interessiert? Ich spitze es zu, interessieren wir uns, ich bin selber übrigens auch Volkswirt, das hätte ich auch noch sagen sollen, interessieren wir uns nicht eigentlich für die Menschen nur, solange sie noch zum Humankapital gehören und danach sind sie uns eigentlich egal? Ja, vielen Dank. Also ich will jetzt vielleicht nicht für die Volkswirtschaftslehre sprechen, das wäre anmaßend. Ich kann ja für den Sachverständigenrat sprechen. Ich bin jetzt seit 3 Jahren drin und bin das dienstälteste Mitglied. Und da muss ich sagen, auch da ist es schwierig, das eindeutig zu beantworten, weil wir in der Umbruchssituation sind. Es sind jetzt viele neue Rätinnen und Räte da. Sozusagen die alte Garde ist ausgetauscht. Wenn ich in die Vergangenheit blicke, dann ist es aber leider so tatsächlich, dass man schon sagen muss, vor allen Dingen unter Demografie wurde vor allen Dingen das Problem Finanzierung der gesetzlichen Rente gesehen. Da übrigens rituell sozusagen verknüpft mit der Forderung, das Renteneintrittsalter, das gesetzliche, hochzusetzen. Und ansonsten sozusagen das Abnehmen der Erwerbspersonenpotenzial als Hemmnis für das Wachstum des Produktionspotenzials. Das muss man schon so sagen. Ich glaube, es gibt aber auch Lichtblicke. Und ich glaube auch, wir werden uns zunehmend, weil auch die Volkswirtschaftslehre und auch der Rat offener wird, davon wegbewegen und auch neue Aspekte mit reinnehmen. Wir haben bei der Digitalisierung beispielsweise auch schon bemerkt, dass das für viele ältere Menschen gar nicht leicht ist, dass es auch Probleme bereitet. Wir kommen immer mehr in die Richtung, dass wir uns wirklich Gedanken machen, wie muss eigentlich Infrastruktur aussehen, welche Bedarfe gibt es eigentlich? Und da liegt es ja total nahe, das sozusagen einzubeziehen, auch aus einer demografischen Perspektive. Und da sind aber, muss man wirklich sagen, bisher große Lücken. Es gibt auch hässliche Dinge, jetzt nicht im Rat, aber es gibt ja durchaus Fachkolleginnen und Kollegen, die dann im Zusammenhang mit der Finanzierung der Rente von dem Problem, dass man die Alten, die sozusagen nicht mehr produktiv sind, dann durchfüttern muss. Das sind ja Begriffe, die so tatsächlich fallen. Das ist absolut unangemessen und ich glaube, die Volkswirtschaftslehre wird offener und auch der Rat wird offener und wir werden uns der Probleme hoffentlich angemessen annehmen in Zukunft. Wunderbar, Dankeschön und wir können es dann in den nächsten Gutachten, die immer im November erscheinen, nachschauen. Jetzt in diesem wahrscheinlich noch ein bisschen zu kurz, aber 2023. Infrastruktur ist schon angesprochen worden, da meine Frage an Sie, Herr Schrömer. Ich erwarte, dass, wenn wir eine alters- und altengerechte Gesellschaft haben wollen, wir in der physischen Infrastruktur ziemlich viel ändern müssen. Ich denke da an Wohnung und Wohnumfeld, aber was ist es noch? Also wo sehen Sie die größten Baustellen im Bereich Infrastruktur? So gerne so konkret wie möglich, so was sind so die 3, 4 Sachen, wo wir jetzt dran sollten? Ist natürlich schwierig, wenn man auf die Beiträge der anderen Rednerinnen und Redner nicht ganz eingehen kann. Aber ich wollte nur sagen, ich glaube, die Ökonomen werden offener für das Thema Alter, wenn sie selbst alt sind. Und natürlich, das könnte zu spät sein, das stimmt, falls sie dann nicht mehr den Einfluss haben. Aber ich glaube, was wichtig ist, rein an das Thema Alter zu denken, als wäre, machte es plötzlich plopp und man wäre alt, ist aus meiner Sicht keine besonders, das ist keine stimmige Vorstellung. Wir selbst an meinem Institut und auch in der Altersforschung generell sind eigentlich, denken an den gesamten Lebenslauf. Und um das zu sagen, ich glaube, die Infrastruktur, die physische Infrastruktur im Alter reicht nicht aus. Wir müssen an lebenslange Bildungsprozesse, lebenslange gesundheitsfördernde Prozesse, gute Arbeit denken. Und dann kommt sicherlich auch die Frage der physischen Infrastruktur. Wir haben es schon gehört, wir brauchen Kommunen. Ich denke jetzt mal, ich gehe jetzt mal auf die Kommunen und auf das Wohnen. Wir brauchen Kommunen, in denen die Zugänglichkeit hoch ist. In der Fläche im Land brauchen wir gute Mobilitätsangebote. Wir brauchen also diese Frage der Plauderbänke. Also wie häufig findet man keine Bank? Selbst ich finde dann keine Bank, wenn ich mich mal hinsetzen will. Und wir wissen, dass Bänke viel stärker die Kommunikation anregen als alles andere. Und von daher glaube ich sozusagen diese Möglichkeit, Kommunikation, auch Kommunikation zwischen den Generationen anzuregen, die kann man mit ganz einfachen Mitteln machen. Thema Wohnen. Beim Wohnen ist es so, da würde ich, wenn Frau Paus jetzt da wäre,
wirklich heftig widersprechen. Wir brauchen die Digitalisierung wie den Strom und den Herd in der Küche. Also ich bin der Meinung, Wohnungsbaugesellschaften sollten Internetanschluss und Tablet direkt mit in die Wohnung installieren. Gesellschaftliche Teilhabe ist mittlerweile nur noch möglich über eben diese Möglichkeit der Teilhabe an der Digitalisierung. Und dann schließlich, denke ich, ist, was ganz wichtig ist, ist, Pflegeeinrichtungen sind im Augenblick häufig, nicht immer, aber häufig, zwar physisch in den Kommunen eingebettet, aber es ist sozusagen eine Schranke. Und wir brauchen, glaube ich, eine viel stärkere Öffnung von Pflegeeinrichtungen für die Kommunen selbst. Und ich glaube, kleine Kinder, so toll kleine Kinder sind, vielleicht sind es eher Schulkinder, Jugendliche, die diesen Kontakt herstellen können. Und was ich glaube auch ganz wichtig ist, nicht nur jung für alt, sondern auch alt für alt. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Initiativen, die in Besuchsdiensten, ich habe jetzt gerade unten gesehen, diese tolle Rikscha-Idee, dass man sozusagen dann als älterer Mensch in Pflegeeinrichtungen auch sich den Wind durch die Haare, naja, bei mir ist das, bleibt der stehen, brausen lassen kann. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man die physische Umwelt mit Leben erfüllen kann. Also ich sehe, es sind große Dinge, aber teilweise so eine Parkbank, die müsste auch bei klammen Kommunen noch drin sein. Ja, Sie sprachen es an, Neuverteilung von Aktivitäten im Lebensverlauf. Ich mache das jetzt mal ganz grob. Momentan ist es so, erst kommt die Bildungsphase, dann kommt die Arbeitsphase mit ein bisschen Weiterbildung und dann altersbedingter Ruhestand, 100% Freizeit. Und ich habe es verstanden, das sollte man ein bisschen besser verzahnen. Meine Frage an Sie, Frau Pi, wie sieht es da aus bei den Gewerkschaften? Haben Sie da Konzepte, wie man den Lebenslauf so besser gestalten kann, wie man Arbeitsbedingungen so gestalten kann, dass so eine Verteilung möglich ist, Klammer auf, und natürlich immer auch noch genügend Geld hat in der aktiven Phase und in der Rentenphase? Gibt es da Überlegungen bei Ihnen? Ja, wir haben sehr aktive DGB-Senioren, 20% der Mitgliedschaft machen die bei uns aus und die erfreuen uns immer wieder. Ich bin für die zuständig durch sehr umfängliche Konzepte, wie die sich das vorstellen. Und diese schöne Vorstellung, die Sie jetzt gerade skizziert haben, dass man die ganzen Bereiche zwischen den Lebensphasen verteilen kann, die sind natürlich auch bei unseren Senioren und Senioren im Blick, aber sie sind sehr voraussetzungsvoll. Wir haben im Moment Arbeitgeber, die eigentlich ganz anders abfordern und die nicht gerade abfordern mit Blick auf den Erhalt der körperlichen Gesundheit. Wir sehen das an der Debatte um das Urteil zu der Arbeitszeitaufzeichnung letzte Woche, was da für Stimmen laut werden, wie empfindlich die Frage diskutiert wird, ob Arbeitszeit aufgezeichnet werden muss. Die tatsächlichen Erwartungen, die Arbeitgeber im Moment gerade an jüngere ArbeitnehmerInnen haben, sind ja eher lange arbeiten, wenig Pause machen und individuelle Arbeitszeitreduktion. Die muss man sich auch leisten können übrigens. Das ist auch noch wieder so eine Frage. Wenn man das tatsächlich verschieben wollte, dann wären wirklich gute Lebensbedingungen für alle ein wichtiger Punkt, eine gute Rente, die nicht vom Wohlstand abhängt, eine kostendeckende Pflegeversicherung, ein Riesenproblem. 30% der Pflegebedürftigen müssen aufstocken, die kriegen Hilfe zur Pflege. Man braucht in der letzten Phase seines Arbeitslebens gute Arbeit und guten Arbeitsschutz mit vielen Ruhephasen und Pausen, keine Schichtarbeit und keine negativen physischen und psychischen Belastungen. Das ist ein ziemlich dickes Brett, glaube ich. Und die Studien zeigen, dass die Lebenserwartung stärker von Arbeitsbelastung abhängt als von Bildung und Einkommen übrigens. Ich will aber einen Punkt noch dazu aufgreifen, der mir in den vorangegangenen Beiträgen und auch in dem Beitrag der Kollegin Paus, der Ministerin, nochmal aufgefallen ist. Die Frage Digitalisierung spielt da auch eine wesentliche Rolle. Wenn ich als älterer Mensch gerne noch einen Sprachkurs machen möchte, mich bei der VHS anmelden möchte, irgendwelche Dinge in Gange bringen möchte, sei es nur die Gymnastikgruppe im Stadtteil, dann ist vielfach die Voraussetzung, dass ich das im Internet finde, weil im Telefonbuch findet man solche Sachen schlecht, sondern das ist mittlerweile alles Internet. So meine Ansage ist nicht nur, das Digitalisierte als Daseinsvorsorge in Wohngebieten zu nehmen, sondern auch ein freies WLAN in Pflegeheimen herzustellen, wo das mindestens genauso wichtig ist, genauso wie da Computerarbeitsplätze gebraucht werden. Ich will das im Abschluss nur an zwei Beispielen einmal festmachen, weil die mir so nahe sind.
Als ich noch politisch verantwortlich war in Niedersachsen und Ortsbürgermeisterin stellvertretende war, hatte ich eine alte Dame, die mich mit ihrem E-Mobil immer mal wieder verfolgte, um mir mitzuteilen, dass sie der Auffassung sei, dass ich mich für ein besseres Internet im Ort einsetzen müsste, weil sie nämlich mit ihrer Enkeltochter in Neuseeland beim Skypen dauernd abbrechen würde. So, und es war eine 89-jährige ältere Dame, die mir da wirklich Feuer gemacht hat. Mittlerweile haben wir besseres Internet. Meine Mutter, die das gleiche Alter, die ist jetzt weit über 80, die Skype mit ihren Urenkeln in der Schweiz nur deshalb, weil einer meiner Neffen ihr einen Laptop eingerichtet hat zu Hause. Es ist auch eine Wohlstandsfrage im Übrigen, und zwar eins, mit dem sie umgehen kann. Wenn meine Mutter mit ihrer Fritzbox Ärger hat, dann geht das so schnell, dass wir in der Familie aktiv werden, dass wir die wieder in Ordnung bringen, weil das einfach ihr Zugang zu uns ist. Also mein Petitum, wenn wir darüber reden, dass Menschen im Alter wirklich Teilhabe an der Gesellschaft sind, dann müssen wir ihnen digitale Strukturen nicht nur zur Verfügung stellen, sondern denen, die im Einkommen etwas darunter liegen, auch möglich machen. Ja, ganz herzlichen Dank. Da sind wir wieder beim Thema Infrastruktur. Das setzt natürlich eine ganze Reihe von privaten Investitionen voraus, aber auch öffentliche Investitionen. Und da ist jetzt die Frage, der Staat, die öffentlichen Haushalte haben in den letzten Jahren Schulden aufgenommen, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg. Da ist natürlich die Frage an Achim Truger, was kann denn der Staat jetzt so den nächsten 2-3 Jahren überhaupt noch finanziell stemmen? Geht da noch was oder müssen wir das jetzt alles dem Markt überlassen? Also da geht ganz sicher was und der Markt tut aus sich heraus recht wenig, gerade wenn es um langfristige Infrastruktur geht und wenn es um gesellschaftliche Belange geht, die sich eben privatwirtschaftlich möglicherweise nicht rechnen. Also insofern ist das klar. Es ist auch nicht so, dass jetzt die Staatsverschuldung uns irgendwie erdrücken würde. Erstens ist es so, dass die Schuldenstandsquote, die jetzt knapp unter 70% liegt, die war nach der Finanzkrise mal bei 82%. Danach ist sie wieder auf unter 60 gegangen. Ist also sozusagen keineswegs unbekannt, so eine Größenordnung. Da würde ich mir sehr wenig Sorgen machen. Das war, glaube ich, auch insgesamt unter den Ökonomen und Ökonomen in Deutschland ungefähr so die Einschätzung, dass es für Deutschland akut wirklich keine Probleme gibt. Was mir wichtiger erscheint oder wo eher die Hemmnisse liegen, das ist tatsächlich einfach, sind die Kapazitäten im Augenblick. Das ist einfach aufgrund der Lieferkettenprobleme und eben vorher schon nicht vorhandener Baukapazitäten schwierig. Insofern ist das begrenzt, was man jetzt in 1-2 Jahren machen kann. Aber das heißt nicht, dass man deshalb aufhören soll, sondern man muss eben Pläne haben. Man muss langfristig daran gehen. Und das ist auch, glaube ich, ein Versäumnis der Volkswirtschaftslehre, die sich ganz lange sozusagen eigentlich nur damit beschäftigt hat, was nicht geht. Also wenn ich jetzt mal überspitze, so eine Art Verhinderungswissenschaft, also bei allem, was irgendwie in Ökologie, Klimawandel verhindern, gesellschaftliche Aufgaben, wurde immer gesagt, was alles nicht geht, weil das alles privat passieren muss, weil man auf keinen Fall dafür Geld, öffentliches Geld einsetzen darf und so weiter. Und ich glaube, wir müssen hinkommen eher zu einer Ermöglichungswissenschaft, die jetzt nicht der Politik oder den Menschen das Blau vom Himmel runter verspricht oder lügt, aber einfach nach Wegen aktiv sucht, wie man Dinge umsetzen kann. Und da gehört es dann eben dazu, dass man genau wie man jetzt das beim Klimaschutz macht, bei der Digitalisierung zum Teil, dass man eben auch dann, was die altengerechte Gesellschaft angeht, dass man da Pläne hat, Ideen hat, wo es hingehen soll. Und wenn ich sage Pläne, heißt das nicht Planwirtschaft, sondern das heißt nur, dass das Ganze nicht vollkommen ungeordnet geht und dass der Staat da, wo er Rahmenbedingungen setzen muss, wo was finanziert werden muss, wo die gesellschaftlichen Aufgaben liegen, dass er da auch aktiv ist und das macht. Und sich, auch das nochmal Punkt, wir erleben im Moment leider wieder eine Phase, wo die Schuldenbremse und diese Angst vor Schulden eine Menge Schaden anrichtet. Wir sind in der Situation, dass wir vor einer Rezession stehen. Es gibt Entlastungspakete gegen die hohen Energiepreise, völlig zu Recht. Es wissen auch eigentlich alle, dass die bestehenden Pakete zu gering sind und dass insbesondere auch für die Unternehmen noch nicht genug getan worden ist. Es braucht wieder noch mehr Unternehmenshilfen. Aber da ist jetzt sozusagen der Deckel eingezogen, weil unbedingt im nächsten Jahr sich manche in der Politik, keine Namen, ist eh bekannt, wer es ist, die das Ziel gesetzt haben, dass wir nächstes Jahr zu dieser Schuldenbremse unbedingt zurückkehren müssen.
Das sind die Hemmnisse im Kopf. Das ist eine Art von Symbolpolitik, die letztlich verhindert, dass die wirklich wichtigen Dinge angegangen werden. Und das betrifft jetzt dann die kurze Frist, aber vor allen Dingen langfristig Plan haben und dann die notwendigen Schritte gehen, auch in die Planungskapazitäten investieren, in die Baukapazitäten investieren. Und dann kann das funktionieren. Muss man eben den Willen haben, auch was hinzubekommen und sich dann nicht von scheinbaren Hindernissen ins Boxhorn jagen lassen. Also auch so ein Plädoyer. Ja. Ein Plädoyer, den Staat auch wirklich als einen aktiven Gestalter der Gesellschaft anzuerkennen und nicht nur als jemanden, der uns das Geld aus den Taschen reißt und damit irgendwelchen Blödsinn macht, was hier sowieso keiner glaubt, aber andere vielleicht. Okay, ich habe noch einen zweiten größeren Themenblock. Wir hatten jetzt sehr viel gesprochen über altersgerechte Gesellschaft mit dem Blick mit der Älteren. Ich würde jetzt gerne auch noch die gesamte Gesellschaft mit reinnehmen. Also die Frage, wie können wir denn auf dieser Transformation zu einer alten und altersgerechten Gesellschaft den Rest der Gesellschaft mitnehmen? Die Herausforderung ist klar, wenn wir weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter haben und mehr Rentnerinnen und Rentner, dann haben wir bei der Finanzierung der Rente, der Pension, der Pflege, der Gesundheit, haben wir Probleme. So, und jetzt müssen Sie nicht VWL studieren wie ich. Es ist völlig klar, wenn mir da die Ausgaben hochgehen und ich will trotzdem aber die Einnahmen decken, kann ich letztendlich versuchen, die staatlichen Einnahmen zu erhöhen oder ich kann versuchen, die Ausgaben zu reduzieren. Beides ist möglich und ich fange an bei der Einnahmenseite. Frau Piel, Sie hatten schon gesagt, längere Arbeitszeit halten Sie nicht für so eine gute Idee. Aber so von der Einnahmenseite her, die gesamten sozialen Sicherungssysteme in Deutschland sind ja finanziert über den Faktor Arbeit, über Beiträge. Sehen Sie da noch Stellschrauben, noch Spielräume? Können wir noch irgendwo ein bisschen was drehen, um auf der Einnahmenseite der sozialen Sicherungssysteme das an Finanzmitteln zu generieren, was wir brauchen? Ja, da sehen wir natürlich als Gewerkschaft, und das ist wenig überraschend, eine ganze Menge Stellschrauben. Ich war Ihnen erstmal schon mal dankbar für den Hinweis darauf, dass wir nicht von Alten zu Jungen sprechen, sondern von Erwerbstätigen zu Nicht-Erwerbstätigen. Das ist immer ein wichtiger Punkt, wenn man darüber redet. Dann müssen wir uns tatsächlich alle gemeinsam die Frage stellen, wie viel wert ist es uns in einer Gesellschaft, Menschen nicht vom Wohlstand abzuhängen, die im Wesentlichen in ihrer Lebenszeit zum Wohlstand einen erheblichen Beitrag geleistet haben. Das ist erstmal eine ethische Frage, glaube ich, wenn man auf einen Staatshaushalt guckt. Dann will ich mit der Frage einmal aufräumen, wie hoch der Zuschussbedarf tatsächlich ist, weil der beträgt tatsächlich nur rund 85 Milliarden Euro. Der Rest ist die Erstattung der Beiträge für Kindererziehungszeiten. Und wir haben tatsächlich die Frage, den Einnahmedeckel darzusetzen, die immer wieder im Raum ist, die muss man hinterfragen, von wem die kommt und warum die kommt. Weil wir erhebliche Potenziale für Mehreinnahmen haben, indem wir zunächst einmal tarifgebunden bezahlen. Weil die Tarifbindung in Deutschland ist in den letzten Jahren stark rückläufig. Also wir haben nur noch ungefähr 41% der Unternehmen, die tarifgebunden bezahlen. Da haben wir erheblich Luft nach oben, auch was die Einnahmen bei der Rentenversicherung angeht. Das muss ich auch als alternierende Vorsitzende der Rentenversicherung an dieser Stelle einmal deutlich sagen. Deutschland zahlt im internationalen Vergleich, auch das muss man wissen, niedrigere Rente und hat anteilig am BIP niedrigere Ausgaben. Auch das ist ein wichtiger Punkt zu wissen. Wir brauchen also Mehreinnahmen durch höhere Beiträge und auch durch einen höheren Bundeszuschuss. Und ein wichtiger Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, bei der Frage, wie lange können Menschen arbeiten, ist auch die Frage, wie achten wir darauf, dass die Menschen auch lange arbeiten können, dass sie gesund lange arbeiten können, dass sie keine Erwerbsminderungsrenten brauchen, weil wir ihre guten Ressourcen schleifen in Arbeitsgebieten. Wir haben am Anfang gehört, viel ist immer individuelle Eigenverantwortung. Das diskutieren wir auch im Sozialbeirat immer oft. Aber es ist eben nicht alles individuelle Eigenverantwortung. Mein Nachbar, der von seinem Arbeitgeber bei 38 Grad als Dachdecker aufs Dach geschickt worden ist in diesem Sommer, weil der nicht die Schuspe hatte, ihn da runterzuholen und die im Tarif vereinbarten Gelder in Anspruch zu nehmen, um seine Menschen aus der Mittagssonne zu holen. Der hat wenig Einfluss darauf, ob er in dieser Sonne gesundheitliche Schäden davonträgt, die ihn irgendwann am Arbeiten hindern. Insofern ist es ein wichtiger Punkt, der in der Verantwortung der ArbeitgeberInnen liegt, solche Dinge
gut zu regeln. Und dann muss man mit einem Märchen auch aufräumen. Diese ganzen Fragen tangieren nicht die Menschen, die heute alt sind, sondern die tangieren die jungen Menschen in dieser Runde. Deswegen bin ich auch außerordentlich froh, dass wir so viele junge Menschen haben. Weil wenn an diesen Rädern nicht gedreht wird, dann bezahlen das die jüngeren Menschen, die nach uns kommen und nicht diejenigen, die jetzt in Rente sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an diesen Rädern schnell drehen und dass wir schnell dafür sorgen, dass wir über Mindestlöhne, über Menschen raus aus schlecht bezahlten Teilzeitarbeiten zu holen, aus prekärer Arbeit rauszuholen und über mehr Verantwortung für tarifgebundene Arbeit Einnahmen erhöhen. Das wäre mein Petitum. Da kann man erstmal ordentlich dran drehen. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Okay, an der Einnahmenseite geht noch was. Jetzt ist wahrscheinlich eine provokante These, aber Herr Strömer, Sie müssen sie beantworten. Könnte man vielleicht auch sagen, zum guten Leben, das wir brauchen, da brauchen wir vielleicht gar nicht so viele Leistungen. Also gibt es hier in Deutschland in den sozialen Sicherungssystemen aus Ihrer Sicht jetzt mit Blick, also generell, irgendwelche Bereiche, wo Sie sagen, na, das ist aber ziemlich gut und ausgestattet, da können wir noch ein bisschen was kürzen. Nein, ich sage jetzt erstmal, wenn ich jetzt wieder zurückkehre zu diesem hoffnungsvollen Konzept des erfolgreichen Alterns als Gesundheit und Partizipation bis ins hohe Alter, dann kann man natürlich sagen, eine gesunde Bevölkerung hat stärkere Produktivkräfte, verursacht weniger Kosten in den sozialen Sicherungssystemen. Aber wenn es um die Kürzung von Sozialleistungen geht, na, da würde ich wirklich Frau Piel folgen. Wen trifft das denn? Das trifft doch die Personen nicht, die ein hohes Einkommen, die Vermögen haben. Das trifft doch die Personen, die ein geringes Einkommen haben, die eine geringe Rente haben. Und was mich immer so stört in diesen, ja, ich sag mal, in diesen Diskursen zum intergenerationalen Konflikten ist, hier sind die Alten, die nehmen den Jungen alles weg. Naja, die Alten sind keine homogene Gruppe, genauso wie es die Jungen keine homogene Gruppe sind. Die soziale Ungleichheit, die zieht sich ja eben häufig durchs ganze Leben. Es ist eben die Kombination von Bildung, schwierigen Arbeitsverhältnissen und Einkommen, die dazu führen, dass man im Alter, dass man möglicherweise nur wenige Jahre als Rentnerin oder Rentner überlebt oder eben eine geringe Rente hat. Das heißt also, ich glaube, diese Frage nach den Kürzungen in den Sozialleistungen, das ist gar nicht so sehr der Punkt. Ich glaube wirklich, der Punkt ist eher bei der Finanzierungsseite zu sehen. Vielleicht, ich glaube übrigens auch, dass das Pflegesystem völlig unterfinanziert ist. Da muss deutlich mehr Geld rein. Also nicht die Hoffnung auf Leistungskürzungen, sondern leider muss ich nochmal sagen, da sollte mehr Geld rein. Was ich allerdings glaube, ist, dass das Gesundheitssystem sehr stark angebotsorientiert ist. Ich habe jetzt gerade letztlich gehört, dass es in München so viele MRTs wie in ganz Italien gibt. Das heißt, man geht zum Arzt, zur Ärztin und schwupps liegt man in der Röhre. Und da ist wirklich die Frage, ob man da nicht die Hausärztinnen und Hausärzte stärkt, damit die eine bessere, ja, wie soll ich mal sagen, ein besserer Pfadfinder im Gesundheitssystem ist. Es gibt eben eine ganze Reihe, insbesondere im skandinavischen Bereich, eine ganze Reihe von Gesundheitssystemen, die deutlich effizienter arbeiten als das deutsche. Das heißt jetzt nicht Leistungskürzungen, sondern das heißt eine intelligentere, ja, Distribution von Leistungen. Genau, die Leistungen aufrechterhalten, aber gucken, ob man die Kosten reduzieren kann. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt über die Finanzierungsfrage gesprochen und ein Punkt, den Achim Truger schon angesprochen hatte, ist, wir brauchen ja auch Menschen, die diese ganzen Güter und Dienstleistungen herstellen, die wir konsumieren müssen. Und du hattest es schon angesprochen, wir haben jetzt schon einen hohen Fachkräftemangel. Allein im Handwerk sind schätzungsweise 250.000 Stellen unbesetzt. Und das wird perspektivisch halt mehr. Jetzt stelle ich mal eine ganz simple Frage eine These auf. Wenn wir Arbeitskräftemangel haben und die Märkte funktionieren, das, was knapp ist, wird teurer. Das heißt, jetzt müssten die Löhne steigen. Dann bieten auch ein paar Leute vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit an. Und gleichzeitig entlasten wir die sozialen Sicherungssysteme, weil höhere Löhne erhöht unsere Beitragsgrundlage. Und dann ist eigentlich alles im Lot. Ja, also der grundsätzliche Mechanismus, ne, höhere Löhne, also anständige Arbeit, das, was Frau Piel gesagt hat, mehr Beschäftigung, das stabilisiert natürlich die Einnahmenseite, das ist klar. Jetzt die Frage, warum werden da in den Bereichen, wo Leute gesucht werden, keine höheren Löhne gezahlt? Warum sind die Jobs nicht attraktiv? Ich glaube, also die Tendenz gibt es schon, dass da die Löhne steigen und eben entsprechend die Angebote auch dann attraktiver werden, aber
Die Märkte sind dann nicht so schnell. Und da sind ja auch handelnde Menschen dahinter. Und ich glaube, wenn die lange Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, eher mit der Einstellung rangegangen sind, Niedriglöhne, arbeiten möglichst billig und sich sozusagen daran gewöhnt haben, dann fällt es schwer, das aufzugeben und davon wegzukommen. Und ich glaube, das wäre ein zentraler Punkt, in diese Richtung zu gehen, dass das verstanden wird. Also da sind tatsächlich die Unternehmerinnen und Unternehmer gefragt. Ansonsten gibt es aber natürlich auch, was jetzt Mobilisierung von Arbeitskräftepotenzial angeht, eine Menge, was der Staat machen kann. Ein Punkt, auf den ich stolz bin, hat der Sachverständige gerade nämlich zum ersten Mal im letzten Jahresgutachten gefordert, ist die Reform des Ehegattensplittings. Es gibt viele Frauen, die Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland, die Quote, aber vor allem die Stunden, die gearbeitet werden, ist vergleichsweise gering. Da wäre noch viel Luft nach oben. Da könnte man eine Menge tun und stabilisieren, die Einnahmen der Sozialversicherung. Ganz wichtig daran übrigens auch da, ich habe ein Minderheitsvotum geschrieben, vor 2 Jahren mal. Da ging es nämlich darum, auch wie kann man die Finanzierung auf eine breitere Grundlage stellen. Habe ich solche Vorschläge unter anderem auch gemacht. Und dann wurde immer gesagt, ja, das sei ja lediglich kurzfristig sozusagen Einnahmesegen, aber kurz darauf müsse man das ja schon dann an höheren Leistungen wieder ausgeben. Wenn man sich aber die Simulationsrechnung angeschaut hat, dann war die kurze Frist 30 Jahre lang. Also das heißt, sozusagen das, was abgetan wurde mit mehr Beschäftigung, höhere Löhne, bessere Finanzgrundlagen, das ist lediglich kurzfristig. Das würde tatsächlich über 20, 30 Jahre, über Jahrzehnte helfen. Und deshalb glaube ich auch, dass man wirklich in diese Richtung auch stärker noch weitergehen muss. Ja, ganz herzlichen Dank. Und vielleicht eine ganz kurze Zusatzfrage. In der Corona-Pandemie habe ich verstanden, da sind im Hotel- und Gaststättengewerbe sind viele Leute entlassen worden. Jetzt brummt es wieder, aber wo sind denn die Leute eigentlich? Ist das schon der demografische Wandel? Wir sehen überall diesen Fachkräftemangel. Die waren vor der Corona-Krise, waren sie da, jetzt sind sie weg. Ist das schon demografischer Wandel oder wo sind die? Was soll ich noch? Ja, eine genaue Analyse habe ich jetzt nicht gemacht im Kopf, aber es sind tatsächlich ganz relativ viele im öffentlichen oder in den öffentlichen Bereich gegangen. Ganz viele auch im Dienstleistungsbereich, in Supermärkten und so. Und ich glaube, auch das ist so die Erkenntnis aufgrund von Corona. Es gab da Stellen, die sind vergleichsweise gut bezahlt mit geregelten Arbeitszeiten. Also gute Arbeit verglichen mit zum Teil sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Und es ist dann kein Wunder, wenn die Menschen das wahrnehmen. Das zeigt im Übrigen auch mal, dass es nicht so ist, dass die Menschen die ganze Zeit durch die Gegend laufen und optimieren und immer nach dem besten Angebot suchen, so wie das die Theorie denkt, sondern manchmal bedarf es eines Anstoßes, in dem Fall jetzt durch die Pandemie, dass plötzlich man sich mehr oder weniger durch die Umstände einen anderen Job sucht und dann plötzlich feststellt, das ist ja ganz attraktiv, das ist vernünftig, viel besser als das, was ich vorher gemacht habe. Auch das ist wichtig. Ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt sehr viel über die Arbeitskräfte gesprochen. Das ist in der Sprache der Volkswirte der Produktionsfaktor Arbeit. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen sprechen über den Faktor Kapital. Also auch wieder so eine Idee, wenn wir Fachkräftemangel haben und die Löhne steigen, dann kann es ja durchaus bedeuten, dass die Unternehmen sagen, jetzt ersetze ich die fehlenden Arbeitskräfte durch Roboter, Maschinen, Automaten. Und nun ist es ja immer so, wenn es heißt, die Roboter kommen, ist da viel die Befürchtung, jetzt nehmen uns die Roboter die Arbeit weg. Aber wenn wir perspektivisch immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter haben, dann könnte man auch sagen, die Roboter nehmen uns die Arbeit nicht weg, sondern sie nehmen uns die Arbeit ab. Und deshalb die erste Frage wieder an Achim Truger. Ist das ein sinnvolles Szenario? Können wir davon ausgehen, dass irgendwann in den nächsten 20, 30 Jahren die Roboter uns die ganze Arbeit, die wir jetzt haben, abnehmen? Fachkräftemangel ist kein Problem und alles wird gut? Naja, so zugespitzt kann es wohl nicht stimmen wahrscheinlich. Aber Tatsache ist, es gibt ja schon Tendenzen und Japan ist eben ja am weitesten fortgeschritten, was den demografischen Wandel angeht. Und dort sind zum Beispiel viel mehr auch Dienstleistungsroboter im Einsatz. Und ich denke, das könnte hier tatsächlich auch passieren. Man muss natürlich aufpassen, dass das Ganze dann, gerade wenn es beispielsweise dann Pflegebereich geht, dass das Ganze dann eben nicht zu Vereinsamung oder ganz schlechten Qualitäten in der Dienstleistung führt. Aber grundsätzlich kann das funktionieren. Und diese Vorstellung, also ich habe jetzt selber, so lange bin ich jetzt auch noch nicht dabei, also ich bin ja eher mittelalt, aber ich habe allein schon 2 Wellen von,
von Ängsten, dass uns die Arbeit ausgeht, selber miterlebt. Und es war jedes Mal falsch. Und in den Büchern kann man nachlesen, dass auch in der Vergangenheit immer schon falsch war. Es gibt halt Übergangsprobleme. Und für die Betroffenen, die ihren Arbeitsplatz vielleicht in einem Bereich verlieren und dann erstmal keinen Anschluss haben, ist das schwierig. Da muss was getan werden. Aber dass der Gesellschaft insgesamt die Arbeit ausgeht, stimmt nicht. Und wenn Roboter dann eine gute Qualität, gute Sachen machen können, dann wird es das geben und dann wird das auch helfen. Da bin ich ganz sicher. Ganz herzlichen Dank. Das Thema Pflege ist angesprochen worden und da jetzt, ja, es gibt am Nachmittag noch ein Panel zum Thema Pflege, ich möchte da nicht zu sehr vorgreifen, aber doch eine Frage ist es, in der Pflege, glaube ich, haben wir auch einen ziemlich großen Arbeitskräftemangel, die Frage, könnten wir in der Pflege verstärkt Roboter, Maschinen, was weiß ich, einsetzen, um dort die Menschen, die in den Institutionen arbeiten, zu unterstützen. Frau Piep, würde das auf Zustimmung, auf Akzeptanz der Beschäftigten treffen oder würden die Beschäftigten eher sagen, jetzt wird uns die Arbeit weggenommen und die paar, die da noch arbeiten, die werden jetzt von den Maschinentaktungen vorgegeben und also wie ist da so Ihre Einschätzung? Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Hat in den vergangenen 14 Tagen übrigens dazu geführt, dass ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, was da bereits am Markt unterwegs ist und was es da bereits an Erfahrung auch bei Verdi gibt. Gute Arbeitsbedingungen sind ja immer im Interesse von uns Gewerkschaften. Deswegen kämpfen wir natürlich auch dafür, dass Technologie, wenn sie Einzug hält, so Einzug hält, dass das alles auch in einem ausgewogenen Verhältnis ist. Alles, was ich über Roboter in der Pflege gefunden habe, und ich habe wirklich eine Menge gelesen in den letzten Tagen, ist, dass das in weiten Teilen eine komplementäre Nutzung ist. Das heißt, dass man Roboter nicht statt Arbeitskräften einsetzen kann, nur zusätzlich. Da gibt es nette Experimente, wo die älteren Menschen in den Heimen viel Spaß damit gehabt haben, dass da so ein Computer oder so ein Roboter rumlief und man mit dem kommunizieren konnte. Aber da gibt es auch noch entscheidende Schwächen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass die keine mundartliche Ansprache verstehen. Also Dialekte sind ein Riesenproblem. Das stelle ich mir wirklich tatsächlich, wenn das kultursensibel sein soll und mit geflüchteten älteren Menschen in Heimen angeht, echt als ein Problem vor. Und dann kommt auch noch dazu, dass die einen Blindfleck haben, was tatsächlich sowas wie Ironie oder sowas wie falsche Aussagen. Mein Vater zum Beispiel hat in seinem Leben immer, egal wie schlecht es ihm ging, auf die Frage, wie geht's ihm, prächtig geantwortet. Und da stelle ich mir die Grenze von so einem Computer vor. Wenn der dann auf dieses prächtig freundlich reagiert, hat aber damit den Sachverhalt noch nicht erkannt, was natürlich ein pflegender Mensch viel leichter erkennen könnte. Was ich allerdings glaube, ist, dass tatsächlich diese komplementäre Nutzung helfen könnte, weil wir tatsächlich, und das will ich einfach an der Stelle auch noch mal einmal ausführen, weil ich es letzte Woche auch schon einmal von der Runde berichtet habe, die Verdis haben eine sehr gute Studie in Auftrag gegeben und haben mal geguckt, wo dieser Fachkräftemangel herkommt und haben erfragt, wie viele von diesen ungefähr 600.000, 700.000 Menschen, die den Beruf verlassen haben in den letzten Jahren, wieder zurückkommen würden, wenn die Verhältnisse besser wären und was die Gründe sein müssten. Die haben natürlich nicht alle Roboter angegeben, aber die haben erstaunlicherweise sehr oder nicht, gar nicht so erstaunlicherweise Dinge angegeben, die weit von guter Bezahlung weg sind, sondern die was damit zu tun haben, dass sie gesagt haben, die Personaldecke muss so sein, dass ich mich um den einzelnen zu Pflegenden besser kümmern kann, weil dafür habe ich den Beruf mal gelernt. Ich möchte vom Arzt ernst genommen werden. Ich möchte, dass mein Dienstplan tatsächlich auch einzuhalten ist und ich nicht dauernd wechseln muss. Und ich möchte tatsächlich, dass ich auch Arbeitsstunden einhalten kann, sodass ich meine Familie und mein Privatleben nebenher planen kann. Also die Antwort auf die Frage, kann das komplementär genutzt werden? Ja, sicher. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, glaube ich, dass die Bedingungen auf den Stationen in der Gesundheitsversorgung und auch in den Pflegeheimen so gut sind, dass wir von diesen engagierten Kräften, die den Beruf in den letzten Jahren verlassen haben, möglichst viele zurückkommen. Das würde mir tatsächlich mehr am Herzen liegen, wenn dem einen oder anderen dann ein Roboter beim Ausführen seiner Arbeit hilft und ihm begleitend zur Seite steht und dem das vielleicht auch noch Spaß macht, so zu arbeiten, dann ist das ein weiteres Plus. Aber mein Schwerpunkt als Gewerkschafterin wäre erstmal darauf, lass uns mal gucken, dass wir die Menschen zurückholen, die aufgrund von Frustration diesen Beruf verlassen haben. Das wäre mir erstmal wichtiger, als mich um die Roboter zu kümmern. Okay, ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Und vielleicht, wenn die Algorithmen so schlau sind, dass sie irgendwann mal Dialekte verstehen und Ironie, also ich komme aus Dithmarschen, da ist auch Plattdeutsch gesprochen, ich glaube auch, das wird schwierig für den einen oder anderen Roboter, es ist auch für mich manchmal schwierig.
Jetzt aber nochmal, wir haben gerade gesprochen oder über das Thema Akzeptanz von Robotern in der Pflege aus Sicht der Beschäftigten. Und jetzt, Herr Schrömer, wenig überraschend die Frage an Sie. Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht aus mit denen, die dort gepflegt werden? Wäre das ein Weg? Ich erinnere mich, wir hatten bei uns in der Stiftung vor Jahren mal was vorgestellt, Japan, wo Pflegeroboter ganz intensiv eingesetzt werden, bis dahin gehen, dass die ganz alleine eingesetzt werden. Also nur so ein Ei, irgendwas rannte da rum und hat mit denen gesprochen. Auf den Bildern haben die Pflege... Die Menschen, die dort haben gelächelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das echt war oder gezwungen war. Wie schätzen Sie die Akzeptanz von verstärkten Robotereinsatz in der Pflege in Deutschland ein? Na, vielleicht noch ganz kurz eine Bemerkung zur Ironie. Es gibt auch wirkliche Menschen, die Probleme haben, Ironie zu verstehen. Kurze Geschichte zu Paro. Kennt jemand Paro? Wunderbar. Ein kleines Robbenbaby, das also wirklich so aussieht, dass jeder hinstürzen will und es zu streicheln, ist natürlich elektrisch betrieben. Und der Stecker, mit dem man Paro wieder auflädt, sieht aus wie ein Fläschchen. Es kriegt Paro dann in den Mund. Ist also wirklich. Der Konstrukteur, Erfinder von Paro war mal auf einer Tagung in China. Es war so ein ähnliches Podium wie hier und es saß ein Funktionär der Kommunistischen Partei mit auf dem Podium. Und man sah das sozusagen an der magnetischen Ausrichtung aller Beteiligten, dass das eine sehr wichtige Person war. Finster. Und dann habe ich einfach mal gedacht, jetzt machst du ein Stück qualitative Forschung, habe mir Paro geschnappt und Paro diesem finster aussehenden Funktionär in die Arme gelegt. Sie hätten die Verwandlung sehen müssen. Auf einmal lächelte der Mann. Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, welche Wirkung bestimmte, ich sage mal jetzt Spielroboter, auf die Kommunikation mit anderen Menschen haben. Das heißt, der Roboter alleine ist nicht unbedingt die Lösung. Aber der Roboter kann eben, wenn er geeignet dazu ist, durchaus die Kommunikation zwischen Menschen anregen. Wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich mir selber vorstelle, dass ich pflegebedürftig oder auch dement bin, dann würde ich fast eher die Gemeinschaft von Paro, einer wenig interessierten Pflegekraft, vorziehen. Das heißt also, man muss gucken, wie Roboter und Technik eingesetzt wird. Und ich glaube, sie kann dann sinnvoll sein für ältere Menschen, für pflegebedürftige Menschen, wenn sie in der Tat die Lebensqualität erhöhen. Und da gibt es ja viele, viele Beispiele. Ich war jetzt gerade auf der Tagung der Gerontologen und Geriatrinnen, Gerontologinnen in Frankfurt. Und da war eben auch so ein Roboter, der überhaupt nicht süß aussah, sondern wirklich wie so ein Roboter eben aussieht, so ein kleines weißes Ding auf vier Rädern, der vorlas und andere Dinge machte. Und der wurde unglaublich gut angenommen und ist damit eine Ergänzung, nicht eine Verdrängung, sondern eine Ergänzung der Arbeit und geeignet, die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften zu verbessern. Und dasselbe gilt natürlich fürs Heben, fürs Tragen. Da können Roboter wirklich die Arbeitssituation unterstützen. Also Sie sehen, hier redet jemand, der gerne auch Paro hätte. Kostet 5.000 Euro. Wir können Crowdfunding machen und mir eins schenken. Okay, Dankeschön. Sehr überzeugend. Ich komme auch schon zum Schluss und da werde ich mal was ganz anderes, also nicht völlig anderes, machen wir ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob Sie, wer von Ihnen noch die Band Tonsteine Scherben kennt? Die waren jetzt kommerziell nicht so erfolgreich, aber ihr Leadsänger, Redo Reyes, der hat 1986 das Lied gehabt, Wenn ich König von Deutschland wäre. Jetzt ahnen Sie vielleicht schon, in welche Richtung das hier geht. Nee, gesungen wird jetzt nicht, nein. Ich würde gerne die Panelisten fragen, jetzt stellen Sie sich mal vor, für 2-3 Minuten, Sie sind Königin oder König von Deutschland. Das ist jetzt kein Aufruf, hier das Grundgesetz in Grund und Boden zu treten. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt tatsächlich mal für die nächsten 2-3-4 Minuten Königin, König von Deutschland. Welche Entscheidung würden Sie, Sie müssen es gar nicht begründen, weil das ist ja das Schöne an der Monarchie, einfach nur entscheiden, welche Entscheidung würden Sie heute und jetzt treffen, um die Transformation hin zu einer alters- und altengerechten Gesellschaft voranzutreiben? Wer mag beginnen? Also
Um das nochmal zu sagen, ich nenne mich zwar Alternsforscher, aber ich denke an den gesamten Lebenslauf. Erste Forderung, gute Bildung. Gute Bildung, also kleinere Klassen, also wenn ich das jetzt denke, meine große Enkeltochter ist jetzt gerade in die Schule gekommen und es sind immer noch Riesenklassen. Warum? Also bei sozusagen den jetzt kleiner werdenden Geburtsjahrgängen. Gute Bildung, von Beginn an niemanden zurücklassen, kein Kind zurücklassen. Und die Bildung lebenslang ausbauen in eine Struktur, die es eben auch ermöglicht, auszusteigen. Zwischendurch mal wirklich wieder zur Schule zu gehen. Also nicht etwas, wo man auf die, ja, ich sag mal, auf das Wohlwollen von Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen angewiesen ist, sondern wo man Recht hat darauf. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Der zweite Punkt ist, da nehme ich Ihnen jetzt was weg, Frau Piel, die Gestaltung von guter Arbeit. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir ein Leben lang, in, also unser Erwerbsleben in guter Arbeit verbringen können. Das sozusagen Gesundheitsförderung nicht was ist, was man extra macht, man macht Sport außerhalb der Arbeit, sondern dass auch schon die Arbeit dazu beiträgt, dass man gesund bleibt. Und der dritte Punkt, den ich nennen würde, ist das Pflegesystem aus einer Verwaltung von Not in eine Ermöglichung von Partizipation und guter Lebensqualität umzugestalten. Und jetzt fragen Sie mich nicht, wie man das macht, aber ich hätte es gern. Okay, warte. Wer mag als Nächster? Soll ich? Achso, ja. Dann mache ich einfach weiter. Also ich bin jetzt nicht so ein Monarchist eigentlich, aber wenn ich jetzt einen König wählen dürfte, würde ich jetzt vielleicht Herrn Schrömer nehmen, würde mich dem erstmal anschließen. Also dann hätten wir sozusagen die Demokratie mit der Monarchie gepaart und ich kann mir die Vorschläge zu eigen machen, das finde ich gut. Ansonsten würde ich lieber bei der Wissenschaft bleiben. Ich bin gestartet von der Kritik, wie wir im Sachverständigenrat bisher mit dem Thema umgegangen sind. Und ich möchte eigentlich gern, dass wir das besser machen demnächst. Deshalb wünsche ich mir erstmal von uns ein Kapitel genau zu dem Thema altersgerechte Gesellschaft. Was bedeutet das? Was bedeutet Demografie? Und das nicht nur für die Finanzierung der sozialen Sicherung, sondern tatsächlich über all die Aspekte, die wir gesehen haben. Und dann wünsche ich mir, dass die Politik das liest und davon vielleicht auch einiges umsetzt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, an gute Arbeit anknüpfen wäre es mir total wichtig, dass wir den Arbeits- und Gesundheitsschutz stärken, dass wir Leute tatsächlich befähigen, gesund zu bleiben, das nicht so sehr zu einer individuellen Leistung machen, sondern mehr zu einem Anspruch, den auch Arbeitgeber haben, dass Menschen tatsächlich gesund altern können. Das ist mir total wichtig. Die Frage des Ausbaus der Daseinsvorsorge hat jetzt in der Ukraine-Krise nochmal eine besondere Bedeutung gekriegt. Aber ich finde, wir müssen sie über alles denken und dürfen sie nicht aus den Augen verlieren. Da gehört Digitalisierung zu, da gehört eine vernünftige Mobilität übrigens auch zu und auch Wohnen, was man bezahlen kann und auch Wohnen, so wie man möchte, was man bezahlen kann. Und der letzte Punkt, den ich habe, der ist eng verknüpft damit, dass wir, finde ich, auch eine ehrliche Auseinandersetzung darüber kommen, was uns der Wohlstand unserer älteren Menschen in der Gesellschaft wichtig ist. Es ist nämlich kein Generationenkonflikt, das glaube ich nicht, weil ich sehe auch an den vielen jungen Menschen, die hier im Raum sind, dass es eine Frage ist, die uns gemeinsam bewegt. Und dann müssen wir uns auch ehrlich in die Augen gucken und sagen, was ist uns das wert und was ist uns das unter Umständen auch an höheren Zuschüssen und an besserer Finanzierung wert. Ja. Ganz herzlichen Dank. So, ich sehe jetzt gerade, ich bin besser als die Deutsche Bahn. Wir haben mit einer Verspätung angefangen und sind ein bisschen früher fertig. Erstmal danke ich allen natürlich ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es war ein schöner Einstand. Vielen Dank. Und dann übergebe ich fürs Weitere an Frau Schulte-Baster. Also ich würde vielleicht vorschlagen, wenn es Ihnen vieren recht ist, ob wir, weil wir vorhin die Fragerunde an die Ministerin etwas unterbrechen mussten, aus Zeitgründen, ob wir vielleicht noch ein, zwei Publikumsfragen an dieser Stelle loswerden können, bevor es dann gleich. Das war viel Input, ja, wir sind aber sehr gespannt auch auf Ihre Expertise und gehen in die Foren, um dann besser sprechen zu können. Aber jetzt sehe ich schon zwei Meldungen und würde die gerne noch dran nehmen, wenn es recht ist und sage schon mal Danke dafür. Wenn Sie sich kurz vorstellen und Ihre Frage bitte. Ja,
Sie die Frage, ich das Mikro. Ist in Ordnung, ich will nichts wegnehmen. Ich bin Christa Möller-Metzger, Seniorin, politische Sprecherin der Hamburgischen Bürgerschaft und der Grünen Fraktion. Und ich fand das total spannend, also besonders die Themen, die Lebensarbeitszeit einfach anders aufzuteilen und nicht diese drei Phasen zu haben, die wir heute normalerweise haben, sondern das ein bisschen zu ändern. Auch das längere Arbeiten, für das ganz wichtig ist, dass wir gesund arbeiten können. Es darf niemand durch Arbeit krank werden. Das geht einfach nicht. Und was ich jetzt ein bisschen vermisst habe heute, das war, dass Sie gar nicht davon gesprochen haben. Sie haben vom altersgerechten, von einem altersgerechten Leben gesprochen, aber dass Sie die Age-Friendly Cities nicht genannt haben. Das fand ich ein bisschen schade. Also die alters- und generationsgerechte Städte und Gemeinden. Das Projekt der Weltgesundheitsorganisation, dem Sie schon über 1400 Städte und Gemeinden und Länder auf der ganzen Welt angeschlossen haben. Und ich denke, das ist so ein Projekt, das wirklich alles zusammennimmt und das alles bündelt. Und wir würden die Älteren sichtbarer machen und wir hätten also einen richtigen Schub, wenn es viele altersfreundliche Städte und Gemeinden in Deutschland geben würde. Wunderbar. Ich würde die zweite Frage noch gleich mit dran nehmen und dann vielleicht zurückgeben ans Podium. Und dann schauen wir, ob wir noch Zeit haben für weitere Fragen. Das ist toll. Danke, dass Sie mir entgegenkommen. Mein Name ist Stefanie Auftenberger. Ich bin Gender Equality Expertin, arbeite mit einer intersektionalen Perspektive. Was ich seit anderthalb Stunden mich frage, warum keine Geschlechterperspektive in diesen Fragen zum Alter ist. Denn mit Alter hört ja nicht die Geschlechterfrage auf und die Geschlechterungleichheiten schon gar nicht. Sie hatten das angedeutet, Frau Piel, die Rentenfrage können wir nicht ohne eine geschlechterpolitische Perspektive betrachten, sollten wir auch nicht, gerade mit den hohen niedrigen Frauenaltersrenten, vor allem in West, aber auch in Ost. Denn diese Armutsfrage ist ja eine Frage auch der Frauenaltersarmut. Also würde ich gerne nochmal mit reinnehmen. Und dann auch unter einer intersektionalen Perspektive nicht nur die Frage von Pflege oder Erkrankung, sondern was ist mit Leuten mit Beeinträchtigungen, Frauen mit Beeinträchtigungen, mit Migrationshintergrund? Das wurde mal ganz sporadisch irgendwie wie so ein homöopathisches Mittel hier angedeutet. Aber ich würde mir wünschen, für den weiteren Tag wirklich keine additive Geschlechterperspektive durchzusetzen, sondern eine strukturierte immer mit drin zu haben. Danke. Danke auch. Ich gebe das mal zurück. Ich bekenne mich schuldig. Ich habe nur ganz kurz, Sie werden es wahrscheinlich nicht, und ich will es jetzt nur am Thema Altersdiskriminierung nochmal festmachen. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass ich das Bild von Lukas Cranach, dem Älteren, ganz kurz angerissen habe, indem ich gesagt habe, Cranach hat diesen Jungbrunnen ja extrem geschlechterspezifisch sarkastisch dargestellt. Ich weiß nicht, ob jemand das Bild kennt. Von links werden alte Frauen von ihren Männern an diesen Jungbrunnen gekarrt, regelrecht. Die Frauen werden ins Wasser getaucht, die alten Frauen kommen als junge Frauen wieder raus. Und rechts, auf der rechten Seite des Bildes, gibt es einen großen Kreis, wo Männer sich mit jungen Frauen vergnügen, hinter einem Baum verschwinden und dann als junge Männer wieder rauskommen. Das ist von Cranach natürlich als eine extreme, so interpretiere ich es, eine extreme oder als Kritik an dieser genderspezifischen Umgang mit Alter gezeigt worden. In der Altersdiskriminierung sehen wir im Grunde genommen genau dies. Altersdiskriminierung verdoppelt sich nicht nur, sondern wird vervielfacht dadurch, dass man sozusagen eine Altersdiskriminierung von Männern sehr viel weniger und in weniger Bereichen hat als die Altersdiskriminierung bei Frauen, wo sich sozusagen Diskriminierung gegen Frauen und Diskriminierung wegen Alters nochmal verstärkt. Und das, da haben Sie völlig recht, das sollte man in allen Bereichen, über die wir sprechen, durchhalten. Wir selber haben bei uns im Institut mal mit Daten des Deutschen Altersservice untersucht, ob sich die Entwicklungsverläufe von Frauen und Männern über Geburtsjahrgänge hinweg verändern. Wir haben ganz verschiedene Dimensionen uns angeguckt und ich nenne mal nur zwei. Verantwortung für Pflege, für ältere Menschen in der Familie und Enkelbetreuung. Und wir haben uns angeschaut, die Vorkriegsgeneration 30 bis 40 Geborenen,
die Kriegsgeneration 40 bis 50 und die Nachkriegs sozusagen ersten Babyboomer-Generation 50 bis 60. Und was man gesehen hat, ist, dass die großen Unterschiede, mehr Frauen pflegen, mehr Frauen betreuen Enkeln, sich über diese Generation kaum verändert hat. Das heißt also, da haben wir, und wir waren extrem erstaunt, weil wir gedacht haben, na, bei den jüngeren Generationen müssen sich diese Geschlechterunterschiede ja verkleinert haben. Nichts, vielleicht bei den jetzt, den 60, 70, 70 bis 80 Geborenen, wird sich das verändern. Und ja, wir müssen diese Geschlechtsunterschiede viel stärker betonen. Wie gesagt, hätte ich machen sollen. Und ich glaube, das werden die beiden anderen ganz ähnlich sagen. Also ich will da gerne auch noch mal nachlegen, weil ich glaube, das ist tatsächlich hier heute untergegangen und das ist auch ein Fehler. Also da entschuldige ich mich auch ausdrücklich für. Selbst wenn die Fragen nicht so gestellt waren, dass sie das offeriert hätten, hätten wir das ergänzen müssen. Natürlich ist der Fachkräftemangel und auch gerade die Situation in der Pflege vor allen Dingen auf den Knochen der Frauen ausgetragen worden. Wir haben gerade in der prekären Beschäftigung beim Gender Pay Gap einfach die schlecht bezahlte Care-Arbeit auf dem Rücken der Frauen. Wir haben als Gewerkschaft einen Riesenkampf im Moment dagegen, dass die Minijobs ausgeweitet worden sind und auch die Minijobs jetzt wieder nach oben gesetzt worden sind. Das führt zu überhaupt nichts, außer dass noch mehr Frauen in die Teilzeitarbeitsfalle rutschen. Das ist nachgerade sehr ärgerlich. Das habe ich vielleicht vorhin auch nicht ausreichend betont an der Stelle, weil bei den Minijobs und den Potenzialen, die man da auch an Frauen heben könnte, einfach diese Bremse davor ist, dass man sich da einrichten kann, dadurch, dass man nebenher noch sehr viel Care-Arbeit zu leisten hat und dass es dann sehr, sehr leicht ist, in so einem Minijob länger festzufahren. Die durchschnittliche Verweildauer von Frauen in Minijobs beträgt um die 10 Jahre. Einfach nur, damit das mal klar ist, wo das für die Rente hinführt. Und wir wissen auch, dass Altersarmut vor allen Dingen weiblich ist und dass deshalb der Blick auf die Renten der Frauen einer ist, der noch mal anders ausfallen muss als der auf die Männer. Und ich entschuldige mich ausdrücklich dafür, dass wir das in der ersten Runde nicht ausgesprochen haben und auch angesprochen haben, weil das ein wichtiger Punkt ist. Vielen Dank für die Frage. Ja, ich schließe mich an. Vielleicht ganz kurz aber doch noch zu dem Thema Kommunen. Also ich gestehe, ich bin ja nun tatsächlich kein Experte für die Fragen des Alterns und ich kannte jetzt die Initiative nicht. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist und da müssen wir, glaube ich, auch wieder dann weiterdenken. Also weg von so Leuchtturmprojekten hin dazu, dass sich das auch in der Breite dann verankert. Und dann sind wir wieder bei der Frage, ist schon ein Finanzierungsproblem. Da muss man auch nochmal über die Kommunalfinanzen grundsätzlich nachdenken. Und leider fürchte ich grundsätzlicher nachdenken, als das im Augenblick in der Ampelkoalition, die doch sehr kurzfristig mit sehr, sehr engen Leitplanken arbeitet, möglich ist. Also da muss noch deutlich mehr passieren. Zur Genderfrage, gut, entschuldige ich mich auch. Ich kann dazu immerhin sagen, wieder sehr sachverständigenratsbezogen. Wir sind immerhin jetzt 3 Frauen und 2 Männer. Also zum ersten Mal sind die Frauen in der Mehrheit jetzt seit. Und wenn es so weit sein wird, dass wir dann nicht mehr das betonen müssen, ob es dann egal ist, ob es jetzt 3x3, 2 so oder in die andere Richtung sind, dann sind wir, glaube ich, noch weiter. Aber das auf jeden Fall. Und die Analysen, die wir machen, auch schon vorher, Verteilungsanalysen, beziehen alle die Gender-Perspektive ein. Gerade bei Altersarmut haben wir uns natürlich angeschaut, wie sind Frauen betroffen und wie wird auch das perspektivisch, wenn sich das so weiterentwickelt, wie es jetzt angelegt ist, wie wird sich das entwickeln, nämlich als steigender Trend von Altersarmut, insbesondere dann auch Frauen betreffend. Das haben wir alles mit berücksichtigt. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich bin stolz darauf, dass wir das Ehegattensplitting angesprochen haben. Da geht es ja grundsätzlich auch um gleichberechtigte Teilhabe im Erwerbsleben, womit automatisch verbunden ist am Ende auch bessere und gleichberechtigtere, gleichere Versorgung im Alter. Also das sind ja wichtige Punkte. Letzter Punkt, wo ich dann nochmal Kritik an uns selbst oder an vielleicht an der früheren Ratsmehrheit üben muss. Thema Altersarmut, Renten bei der Rente, das hat mich wirklich sehr, sehr geärgert. Da war es so, dass der Rat rituell alle 2 Jahre oder vielleicht auch manchmal fast jedes Jahr sich mit der Frage Finanzierung der Alterssicherung beschäftigt hat und dann die Altersarmut angeschaut hat. Dann musste ja mit dem Argument umgehen, die Altersarmut nimmt aber zu. Und da wurde dann immer gesagt, so, ja, die Altersarmut hat zwar zugenommen, aber sie ist immer noch
deutlich geringer als im Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, das wurde so gesagt. Und beim letzten Mal, als wir es geschrieben haben, habe ich gesagt, so, jetzt könnt ihr es nicht mehr sagen. Jetzt ist es nämlich, hat die Altersarmut sogar schon überholt. Also es ist leicht oberhalb der durchschnittlichen Armut. Und dann wurden plötzlich die Kinder rausgekramt. Und dann wurde gesagt, ja, die Altersarmut hat zwar zugenommen und ist jetzt oberhalb des Durchschnitts der Bevölkerung, aber sie ist noch deutlich geringer als die Kinderarmut. Und da kann man sehen, wie man durch Framing und das Gegeneinander ausspielen von Gruppen wirklich das so setzt, dass man am Ende auf keinen Fall zu unerwünschten Ergebnissen kommt. Und das soll natürlich gerade bei der Gender-Perspektive auch nicht passieren. Vielen Dank.